ja denn hier laufen, wo wir das hier sehen haben. Wir haben ja Angst hier. Ja. Ja, wir sind ja von da hinten, sind vorher gekommen. Denn hier laufen hier. Ja, ich komm! Hier! Diese Menschen haben mit dazu beigetragen, dass die Mauer fiel. Man kann also wirklich sagen, dass die Mauer vom Osten her zum Einsturz gebracht worden ist. Premier Václav Klaus und Außenminister Jelinek begrüßten die Gäste aus Deutschland schon auf dem Prager Flughafen. Gemeinsam schritten die beiden Regierungschefs die militärische Ehrenformation ab. Am Nachmittag dann der feierliche Moment. Unterschriften unter ein Dokument, das für den neuen Anfang einer schwierigen Nachbarschaft stehen soll. Die meisten Tschechen jedenfalls wollen endlich einen Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen. Das ist die wichtigste Sache, ist die Zukunft und gute Beziehungen zwischen unseren Staaten. Am Dreiländerpunkt in Zittau feierten die Politiker die neue Europäische Union gemeinsam mit tausenden Bürgern aus den drei Ländern. Nach den Bürgerfesten gilt es nun, die erweiterte europäische Gemeinschaft zusammen handlungsfähig zu machen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte symbolisch mit ihren tschechischen und polnischen Amtskollegen die Grenze geöffnet. Wer etwa zum Tanken, Haare schneiden oder einfach wandern ins Nachbarland will, braucht an der Grenze nicht mehr zu warten. Und so ein Stempel im Reisepass gehört jetzt der Vergangenheit an und ist bald eine begehrte Rarität. Poučit se z historie. A navázat jako lepší zítřky. Jsme mohli opravdu v té Evropě být prostě spolu, společně, tvořit opravdu celé.